Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Interview hier auf MV1. Ich melde mich heute aus Schwerin, aus dem Bildungsministerium. Und an meiner Seite ist der Minister, Herr Brotkorb. Herr Brotkorb, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen und zum Jahresende dieses Interview führen dürfen. Ich habe es ja gesagt, Jahresende, das schreit immer direkt nach Bilanz. 2014, grobe Einschätzung. Was haben Sie erreicht, was haben Sie nicht erreicht? Ja, ich glaube, das Jahr 2014 war vor allem im Schulbereich das Jahr, wo die Ernte eingefahren wurde. Wir haben ja über mehrere Jahre darüber diskutiert, welche Maßnahmen müssen wir ergreifen, um das Schulsystem besser aufzustellen. Und ab dem 1. August gibt es für das Schuljahr 50 Millionen Euro mehr. Es gibt die Verbeamtung, viele Qualitätsverbesserungen. Und das Ganze schlägt sich aus meiner Sicht eben auch darin nieder, dass wir so viele Lehrereinstellungen hatten wie noch nie in der Geschichte des Landes, so viele Referendare wie noch nie. Knapp 1000 neue, junge Kollegen haben den Weg nach Mecklenburg-Vorpommern gefunden. Wir hatten Bewerbungen aus China, aus Südamerika, aus Griechenland. Übrigens alles natürlich deutsche Lehrer, die in Auslandsschulen gearbeitet haben. Aber das gab es noch nie und das, glaube ich, zeigt ganz deutlich, wie gut aufgestellt das Bildungssystem jetzt im Hinblick auf seine Wettbewerbsfähigkeit ist. Können wir nochmal auf diese 50 Millionen eingehen? Wofür genau ist dieses Geld verwendet worden? Letztlich für Gehälter von Lehrern? Das auch, aber nicht überwiegend, sondern im überwiegenden Maße geht es natürlich darum, die Qualität von Unterricht zu verbessern. Also wir haben beispielsweise 6 Millionen Euro gegeben in die Ganztagsschulen und die vollen Halbtagsschulen. Die vollen Halbtagsschulen sind so die Ganztagsschule für die Grundschule. Da können die Angebote deutlich verbessert werden. Dann haben wir sehr viel getan für das Thema Unterrichtsausfall oder jedenfalls dagegen, nicht natürlich nicht dafür. Also Vertretungslehrer auf den Weg gebracht, die es im Land vorher noch nicht gab. Wir haben ein Lehrergesundheitsprogramm gestartet und. Und wir haben Lehrern Zeit gegeben, sich besser für den Unterricht vorbereiten zu können, mehr mit Eltern zusammenzuarbeiten. Also es ist insgesamt ein Block aus knapp 20 Maßnahmen. Wir haben das versucht, sehr detailliert zu steuern und deswegen hat es auch etwa 2 Jahre gedauert, um das alles zu identifizieren. Ich mache ja regelmäßig meine Lehrersprechstunden, inzwischen über 500. Und da habe ich mir erst die Zeit genommen, mir anzuhören, wo die Kollegen Probleme sehen, wo sie Verbesserungen brauchen. Und dann haben wir eben ein Paket geschnitzt, das aus ganz, ganz vielen Einzelmaßnahmen besteht. Eine, die mir am wichtigsten ist, ist der Schulabschluss für Schüler, die in der Vergangenheit keinen Schulabschluss geschafft haben. Wir haben jetzt zum Schuljahr 13/14 die Quote der Schüler ohne Berufsreife, das ist ja der anerkannte Mindestabschluss, deutlich gesenkt. Eigentlich war die Halbierung für das Jahr 2020 geplant. Wir haben das jetzt schon im Schuljahr 13/14 erreicht, weil wir einfach mehrere Millionen Euro aufgewendet haben, damit Schüler ihren regulären Schulabschluss machen können. Aber da gibt es ja auch Kritik, also wo Leute sagen, beziehungsweise auch die Medien natürlich wieder sagen, sinkt da nicht das Niveau von Bildung insgesamt, wenn man jetzt jeden Schüler durchprügelt? Sie müssen ja trotzdem dieselben Leistungen bringen. Der Punkt ist nur, dass wir Schüler haben, die etwas lernschwächer sind. Die können die Aufgaben und Probleme lösen, aber sie brauchen etwas länger Zeit. Und deswegen haben wir gesagt, dann geben wir ihnen diese Zeit. Das kostet natürlich Geld. Aber sie erreichen am Ende ja dasselbe Niveau, also ihren Abschluss schaffen sie. Was wir nicht gemacht haben, ist den Abschluss leichter. Das Gegenteil ist der Fall. Wir haben sogar die Anforderungen etwas angehoben gegenüber den Vorjahren und es verläuft trotzdem einigermaßen gut. Ist das deutschlandweit zu verzeichnen, dieser Trend letztendlich zur Vereinfachung, also dass Schule insgesamt einfacher wird? Weil wir hatten ja diese Diskussion zum Beispiel bei den Einzelabiturienten. Noch nie hat es Mecklenburg-Vorpommern, aber auch in anderen Teilen Deutschlands so viel Einzelabiturienten gegeben wie dieses Jahr. Und das muss ja daran liegen, dass das Abitur letztendlich einfacher geworden ist. Oder liegt es daran, dass die Schüler besser geworden sind? Es kann auch manchmal sein, dass das statistische Zufälle sind. In einem Jahr ist es mal so, in dem anderen so. Also ich stehe nicht dafür, dass wir die Aufgaben leichter machen. Das sage ich auch immer wieder. Es beklagen sich ja andererseits viele, dass in der Abiturstufe doch eine Reihe von Schülern mehr als in der Vergangenheit die 11. oder 12. Klasse wiederholen. Da wird dann gesagt, die Aufgaben sind zu schwer. Also es gibt insofern beide Diskussionen. Und die Aufgaben werden so bleiben, wie sie sind. Und ich hatte, weil mich an diese Frage ich mich natürlich auch herangesetzt habe, dann beispielsweise mal unsere Abiturklausuren einem Professor für Biologiedidaktik aus Frankfurt am Main gegeben, der einen bundesweit guten Überblick hat. Und er versicherte mir, so schwere Abituraufgaben hat er in den letzten Jahren selten gesehen. Da können sich andere Länder eine Scheibe von abschneiden. Also insofern glaube ich nicht, dass wir da im Niveau ein Problem haben. Das belegen ja auch jüngere Studien. Wenn Sie sich erinnern, in diesem Jahr, glaube ich, ist erschienen die IQB-Studie zu dem Thema Naturwissenschaften und Mathematik. Und da sind ja deutschlandweit dieselben Aufgaben gestellt worden. Und unsere Schüler erreichen Platz 4 oder Platz 5 in Deutschland, liegen in den meisten Fächern sogar vor Bayern.
Ich würde sagen, das ist kein schlechter Befund. Ja. Wenn das bei der Arbeitslosenquote so wäre, dann würden wir alle, glaube ich, eine große Party veranstalten. Ihre Kampagne, die Sie unternommen haben, die Werbekampagne auch, um neue Lehrer nach Mecklenburg-Vorpommern zu bekommen, die war ja äußerst erfolgreich. Am Ende, wie Sie selber beschrieben haben, kamen Lehrer von überall. War das nur, dass Sie mit dem Geld gelockt habt? Oder was reizt Lehrer nach Mecklenburg-Vorpommern zu kommen? Also man muss ganz ehrlich sein, wir hatten einen schlechten Ruf. Und wenn man über 20 Jahre einen schlechten Ruf sich erarbeitet hat, was natürlich nicht schön ist, dann brauchen Sie auch sehr viel Kommunikationsaufwand, um das Gelernte wieder umzulernen. Also man muss in Deutschland jetzt anfangen wahrzunehmen, dass wir nicht nur eines der schönsten Länder sind, wo man wunderbar leben kann, sondern wo man auch gute Beschäftigungsbedingungen hat. Und insofern war das, glaube ich, ganz, ganz wichtig, und wir werden die Lehrerwerbekampagne auch fortsetzen. Für uns ist das auch eine Imagekampagne, die werden wir jedes Jahr machen, um bundesweit in allen Kollegien die Botschaft abzusetzen: Bei uns kann man gutes Geld verdienen, hat auch vernünftige Arbeitsbedingungen. Und das war in den letzten 20 Jahren allein durch die Teilzeit nicht so. Sie wissen, dass wir so viele Lehrer hatten im Verhältnis zu den Schülern, dass viele Kollegen, oder nicht so gut wie alle, in die Zwangsteilzeit gehen mussten und dass man hier nicht verbeamtet werden konnte. Und damit können Sie aus Westdeutschland keinen jungen Lehrer holen, wenn man sagt, ihr habt, wenn ihr zu uns kommt, zwei Vorteile: Ihr kriegt nicht das volle Geld und ihr werdet außerdem nicht verbeamtet. Da machen die einen großen Bogen um unser Land. Und diese Zeiten sind jetzt vorbei. Aber es weiß noch nicht jeder, dass wir etwa die vierthöchste Beamtenbesoldung in Deutschland haben. Das heißt, wenn Lehrer zu uns kommen und nicht nach Schleswig-Holstein oder Brandenburg gehen, verdienen sie im Jahr etwa 2000 Euro mehr. Rechnen Sie das mal auf 30, 40 Dienstjahre hoch und dann noch die Pension. Da kommt schon halbes ein Familienhaus zusammen. Und deswegen müssen wir immer weiter Werbung machen. Ja, wir machen gleich hier Werbung, liebe Zuschauer. Sie haben es gehört, ne, geben Sie es weiter an Ihre Kinder und so weiter. Die sollten mal Lehrer in Mecklenburg-Vorpommern werden. Aber was waren die konkreten Botschaften, mit denen Sie dann rausgegangen sind? Also mehr Geld, gute Arbeitsbedingungen hier. Haben Sie auch so einen Trend festgestellt, ich habe es mal in einer Studie gelesen, der da heißt, dass die Lehrer die Metropolen verlassen, gar nicht so sehr in die großen Städte mehr wollen, sondern gerade ländliche Räume auch bevorzugen, weil das Unterrichten da vielleicht noch unmittelbarer ist und auch einfacher? Also den Trend kann ich nicht bestätigen. Es ist schon so, dass Rostock die Stadt ist, in der es die meisten Bewerber gibt, wo es die geringsten Probleme gibt, auch die richtigen Fächerkombinationen zu finden. Das kann man ja auch verstehen. Es gibt ja noch mehr, die in Rostock wohnen und die Stadt wunderschön finden. Also insofern würde ich sagen, wir haben schon die Situation, dass der ländliche Raum mehr Schwierigkeiten hat, die Stellen zu besetzen als die Städte. Ja, ein wichtiges Thema für Sie war die Inklusion. Nach wie vor ein Thema, das, glaube ich, sehr vielen unter den Nägeln brennt. Ein Thema, was auch noch nicht zufriedenstellend gelöst werden konnte. Sind von diesen 50 Millionen auch Mittel für die Inklusion mit aufgewendet worden? Selbstverständlich. Also insgesamt 10 Millionen fließen in die Inklusion. Wir haben etwa 60 Erzieher in die Schulen gebracht, an Schulen, wo es besondere Schwierigkeiten gibt mit Kindern, die verhaltensauffällig sind. Wie Sie wissen, haben wir heute schon viele Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten in der Regelschule. Da ist die Inklusion schon fast abgeschlossen. Wir sind bei 90%. Aber es hat bisher ein System gefehlt, um auch die Lehrer und die Eltern zu unterstützen bei der Betreuung der Kinder. Und das ist zum Beispiel ein Element aus diesem Inklusionspaket. Aber 60 ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Nein, das ist kein Tropfen auf den heißen Stein, denn es braucht ja nicht jede Schule. Also wenn Sie in der Innenstadt von Rostock sind, da gibt es solche Situationen weniger, aber eben beispielsweise in manchen Stadtgebieten. Und gerade Rostock ist eine Stadt und neben Schwerin, die davon stark profitiert haben, wo wir auch überproportional viele Erzieher hingegeben haben, weil es meist in den größeren Städten eben solche Situationen gibt. Und ich hatte jetzt gerade vor ein paar Wochen einen Dankesbrief einer Schulleiterin, die sagt, so gut ausgestattet war sie noch nie. Sie müssten sich jetzt erst daran gewöhnen, dass es so viel Personal gibt und den Einsatz planen und das alles auf den Weg bringen. Also insofern würde ich sagen, hat sich da schon einiges getan, und diese 60 Stellen waren ja nur ein Bestandteil dieses Paketes. Am Beschwerdebrief von Schulen bekommen Sie dann nicht, die sich beschweren, dass die Situation noch nicht zufriedenstellend ist und dass das Thema Inklusion durchaus noch lange Zeit braucht, um vielleicht wirklich da anzukommen, wo es hingehört. Also wir werden für das Thema Inklusion Jahrzehnte brauchen. Wer glaubt, dass man diese größte Reform, die es im Schulsystem je gegeben hat, innerhalb von 2, 3 Jahren voll befriedigend organisieren kann? Ich glaube, der überfordert Eltern, Lehrer, Schüler gleichermaßen. Das wird sicherlich ein sehr, sehr langfristiger Prozess sein. Ich habe in der Tat zu diesem Thema im Moment keine Beschwerdebriefe seit längerer Zeit. Das mag daran liegen, dass wir so viele Ressourcen im System haben für dieses Thema wie noch nie. Wir waren ja schon in der Vergangenheit nicht schlecht ausgestattet im Vergleich der Bundesländer. Das hat sich nochmal deutlich verbessert. Wir haben eher das Problem, dass wir Stellen und Geld haben, aber die Sonderpädagogen gar nicht mehr finden. Also ich habe jetzt noch eine Reihe von Stellen zur Verfügung und auch das Geld, die man besetzen könnte. Aber es ist ja nicht nur Mecklenburg-Vorpommern auf die Idee gekommen, Inklusion zu machen, sondern das macht ganz Deutschland. Und Sonderpädagogen sind im Moment Goldstaub auf dem Arbeitsmarkt. Das ist ein großer Wettbewerb in ganz Deutschland. Und deswegen
ist da, wie gesagt, mehr als je zuvor im System und die Lage hat sich insofern einigermaßen stabilisiert. Ich glaube, die Berichterstattung der Öffentlichkeit spricht dafür. Die Diskussion, die es vor 2, 3 Jahren gegeben hat, die gibt es so nicht mehr. Bleiben wir nochmal ganz kurz beim Thema, und zwar Inklusion war ja auch immer ein Thema für die privaten Schulen, Schulen in privater Trägerschaft. Das heißt nicht, dass die Schulen dann einzelnen Leuten gehört, die die Lehrer dann ausbeuten, sondern es sind ja Vereine, das sind kirchliche Einrichtungen und so weiter, die dahinter stehen. Die waren beim Thema Inklusion im Grunde immer Vorreiter. Ich kenne so Schulkonzepte aus Rostock, wo das eigentlich schon sehr gut umgesetzt war. Trotzdem haben gerade diese Schulen ja dieses Jahr protestiert, auch gegen eine Unterfinanzierung durch das Bildungsministerium oder drohende Unterfinanzierung. Sie haben dann eingelenkt, beziehungsweise die Regierung, und haben die Finanzierung nochmal angepasst. Haben Sie sozusagen auf TV Schwerin ja auch eingeräumt, dass auch Politik durchaus lernfähig ist. Wie geht es da weiter? Also Politik muss lernfähig sein, aber ich muss das Intro nochmal ein bisschen einordnen. Die Sichtweise, dass freie Schulen da Vorreiter sind, die kann ich nicht teilen. Ich habe mit Schulleitern freier Schulen gesprochen, die mir gesagt haben, mehr als ein Kind mit Behinderung lassen sie in einer Klasse nicht zu. So einen Entscheidungsluxus hat eine öffentliche Schule nicht. Die öffentliche Schule muss alle Schüler aufnehmen, die in der Region wohnen. Und ich kenne viele öffentliche Schulen, die genauso Vorreiter von Inklusion sind. Also das würde ich sagen, ist nicht ganz korrekt. Da sind öffentliche wie freie Schulen beide auf dem Weg und jeweils in sehr unterschiedlichem Tempo. Ja, wie geht es weiter mit den freien Schulen? Es gibt jetzt ein klares Schulgesetz, das ist beschlossen. Wir werden die sogenannten Schülerkostensätze, also wir zahlen für jeden Schüler einen bestimmten Betrag, die werden wir in Zukunft anhand der Tarifentwicklung im öffentlichen Dienst erhöhen. Das bedeutet, dass alle Planungssicherheit haben, sowohl wir als Land, wir wissen, was auf uns zukommt finanziell, als auch die freien Schulen. Das ist ein vernünftiger Planungskorridor. Und der große Vorteil ist, dass man mit so einem vereinfachten Berechnungssystem, dass wir jedes Jahr die Tarifentwicklung oben drauf legen, einfach alle viel Bürokratie sparen. Und insofern hoffe ich, dass damit eine langfristig tragfähige Privatschulfinanzierung gefunden ist. Ja, da werden die Schulen bestimmt gleich darauf reagieren, beziehungsweise werden wir es ja nächstes Jahr dann auch merken, ob Schule? Das angekommen ist. Mein Kind war an der freien das Schule. Das gar nicht. Genau. Aber das hat was mit der Situation zu tun, auch Herr Brotkopf, das muss ich zugeben, die vielleicht so in den 90er Jahren in Rostock geherrscht hat, wo die Situation an öffentlichen Schulen nicht zufriedenstellend war. Jetzt hat sich das ja scheinbar gebessert, nicht nur scheinbar. Deutlich. Ja, jetzt wäre noch Zeit an dieser Stelle noch einen Wunsch zum Weihnachtsfest und an die Kulturschaffenden des Landes auch loszuwerden, beziehungsweise zum neuen Jahr. Also ich wünsche mir, dass im nächsten Jahr die Theaterdebatte beendet wird und wir mit allen Standorten verlässliche Entwicklungspläne verabschieden können, die für Zuschauer zu möglichst keinen Einschnitten führen. Ich finde es immer sehr wichtig, aus Perspektive der Zuschauer zu diskutieren, nicht aus Perspektive der Häuser. Denn Theater sind am Ende Dienstleister für Zuschauerinnen und Zuschauer und Konzertgäste. Und das muss wichtig sein, ein breites Angebot aufrechtzuerhalten. Das wird sicherlich nächstes Jahr die große Baustelle. Und dann, das habe ich ja schon angedeutet, hoffe ich, dass man mit Blick auf den Landeshaushalt ganz erfolgreiche Verhandlungen führen kann. Aber das werden wir sehen. Herr Brotkopf, vielen Dank für das Interview. Und Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Interview der Woche auf MV1. Und natürlich schließen wir uns den Wünschen zum Weihnachtsfest und fürs neue Jahr von Minister Brotkopf an.